Wir sind heute auf der Messe in Hannover. Die Hannover Messe ist die größte Messe weltweit für das Thema Technologie. Und wir sind heute da, um verschiedene Stände der Universität Bonn zu besuchen. Es geht um das Thema Bionik. Bionik, das setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Und wir werden verschiedene Teilbereiche hier besuchen, die ihre Stände in Halle 2 haben. Professor van der Emde, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit diesen Fischen, die man da nennt Elefanten-Rüsselfische. Wie haben Sie diese Fische gefunden? Wie sind Sie darauf gekommen, diese Fische für Ihre Forschung zu benutzen? Also das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich habe früher mal mit Fledermäusen gearbeitet und Fledermäuse benutzen ja ein Echoortungssystem. Und da bin ich angesprochen worden, ob man mit diesen Fischen nicht vielleicht ähnliche Dinge machen kann, weil die benutzen ein Elektroortungssystem, was prinzipiell ähnlich funktioniert wie das Echoortungssystem der Fledermäuse. Und was genau können diese Fische orten? Die können eigentlich alle Gegenstände orten, die in so einem Fluss vorkommen. Also sie können die Gegenstände erkennen, sie können sie lokalisieren und sie können das Material der Gegenstände analysieren. Das tun sie, indem sie ein elektrisches Signal erzeugen, aussenden in die Umwelt und dann dieses gleiche Signal wieder wahrnehmen. Und Objekte, die in der Nähe des Fisches sind, verändern das ausgesandte Signal. Und anhand dieser Veränderungen können die Fische die Gegenstände genau analysieren. Wie messen Sie denn eigentlich, wie die Fische das machen? Man kann diese Signale, die die aussenden, hörbar machen, indem man mit einer Elektrode die Signale ableitet und verstärkend auf einen Lautsprecher gibt. Das kann ich Ihnen gerne mal vorführen. Ja, gerne. Also wir haben hier einfach eine Elektrode, die man ins Wasser geben kann. Und wenn wir das dann in die Nähe des Fisches halten und verstärken mit diesem Kästchen, dann hört man das Knattern immer dann, wenn ich in der Nähe von dem Fisch bin. Und jeder einzelne Knack ist eine Entladung des Fisches. Und warum sind Sie jetzt genau an dieser Funktion interessiert, beziehungsweise welche Vision haben Sie für diese Funktion in anderen Bereichen? Also das fängt an bei U-Booten, die in trüben Wasser oder verschmutzten Wasser schwimmen und sich da orientieren wollen, also wo man nichts mehr sehen kann. Es gibt ja oft medizinische Anwendungen, oder? Das wäre dann die, was wir uns in der letzten Zeit ein bisschen genauer angeguckt haben. Kann man das Prinzip nutzen, um in Herz-Kranz-Gefäße Veränderungen zu erkennen? Also Veränderungen der Gefäßwand, die dann im Endeffekt zum Herzinfarkt führen könnten. Sie haben hier auf der Messe auch einen Prototypen schon mitgebracht. Vielleicht können wir uns den mal anschauen. Ja, wir haben einen ersten, ganz einfachen Prototyp gebaut, der man das Prinzip demonstrieren kann, wie die Fische Objekte verschiedenen Materials unterscheiden können. Das kann ich Ihnen mal zeigen da drüben. Ja. So, hier sehen Sie jetzt mal einen ersten Prototypen dieses Sensors, der demonstriert, dass das Prinzip funktioniert. Wir haben also anstatt der 3000 Sensoren des Fisches nur zwei hier aufgebaut, die aber im Prinzip genauso funktionieren wie der Fisch, nur eben einfacher. Sie sehen hier eine Drehscheibe mit zwei verschiedenen Objekten, einmal ein Metallobjekt und ein Plastikobjekt. Und jedes Mal, wenn das Objekt unter dem Sensor durchfährt, dann sagt uns der Sensor, was es ist sozusagen, indem er unterschiedliche Reaktionen zeigt. Wir können uns das mal auf dem Computerbildschirm angucken. Und man sieht hier jedes Mal, wenn das Metall kommt, gibt es einen negativen Ausschlag. Und wenn das Plastik kommt, jetzt einen positiven Ausschlag. Dann kommt wieder das Metall, wieder negativ, Plastik positiv. Herr van der Emde, das Forschungsprojekt mit den Elefantenrüsselfischen ist nicht das einzige an dem Graduiertenkolleg Bionik. Da sind Sie ja Sprecher des Graduiertenkollegs. Was für ein Profil hat dieses Graduiertenkolleg? Also das Graduiertenkolleg ist ein Kolleg, an dem die Uni Bonn zum größten Teil beteiligt ist, aber auch noch die RWTH Aachen und das Forschungszentrum Jülich. Und wir haben im Ganzen 11 Arbeitsgruppen, die in diesem Kolleg zusammenarbeiten. Und wir haben auch noch sehr viele Kontakte zur Industrie. Also jeder dieser 11 Arbeitsgruppen hat auch noch einen Industriepartner. Und wir wollen eben Bionik betreiben. Das heißt, wir wollen Biologie und Technik verbinden und von der Biologie lernen, um technische Probleme zu lösen. Seit wann gibt es das Graduiertenkolleg? Das ist ganz neu. Das ist erst am 1. April hat es angefangen und wird jetzt erstmal für 4,5 Jahre laufen. Es gibt noch ein Projekt, was wir uns jetzt auch gleich anschauen werden. Das ist das Projekt über den Feuerkäfer.
Wir haben eben schon ein Projekt des Graduiertenkollegs Bionik kennengelernt. Jetzt stehe ich hier mit Herrn Glocke. Herr Glocke, Sie promovieren an dem Graduiertenkolleg, richtig? Das ist richtig. Sie beschäftigen sich mit dem Feuerkäfer. Was kann denn der Feuerkäfer, was Sie interessiert? Ja, wie der Name Feuerkäfer schon sagt, ist dieser Käfer sehr interessiert an Feuer. Normalerweise fliehen Insekten vor Waldbränden und bei diesem Käfer, dem schwarzen Kiefernprachtkäfer, ist es genau umgekehrt. Der fliegt Waldbrände sehr gezielt an und aktiv an. Welche Eigenschaften des Käfers sind jetzt für Sie, für das Projekt wichtig? Das sind vor allem die strukturellen Eigenschaften der einzelnen Infrarotrezeptoren. Wir haben dabei ganz genau die innere Morphologie dieser Rezeptoren untersucht und dabei das Funktionsprinzip weitreichend beschrieben. Und das ist folgendermaßen: Die Infrarotstrahlung dringt in den Rezeptor ein, wird dort absorbiert und erwärmt ein gewisses sehr, sehr kleines Flüssigkeitsvolumen im Inneren des Rezeptors. Das resultiert in einer Druckänderung. Der Druck im Inneren des Rezeptors steigt an und das resultiert in der Kompression einer druckempfindlichen Nervenzelle im Rezeptor. Und das Ganze wird das photomechanische Prinzip der Infrarotdetektion genannt. Wo können Sie diese Sensoren einsetzen? Die werden wahrscheinlich in Thermografie-Kameras eingesetzt. Beispielsweise kann man damit die Fassaden von Häusern auf Wärmelecks untersuchen, also dort, wo Wärme frei wird. Oder auch in der Automobilbranche, das heißt in Sachen Autosicherheit, können diese Kameras bei Nachtfahrten durch Infrarotkameras den Fahrer unterstützen und so zur Sicherheit beitragen. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wo diese Sensoren verwendet werden können. Wie weit sind Sie denn bei der Entwicklung? Das Forschungszentrum CESA ist ziemlich weit bei der Entwicklung. Wie Sie hier in der Vitrine sehen, sind bereits Einzelteile dieses Sensors ausgestellt. Alle einzelnen Komponenten des Sensors sind hier als Wafer, das sind diese Platten, die hier sehen, schon fertig ausgestellt. Was jetzt passieren muss in nächster Zeit, ist, dass diese einzelnen Schichten verbunden werden zum fertigen Sensor. Ja, und wir hoffen dann, einen sehr sensitiven, einen sehr empfindlichen Infrarotsensor zu besitzen. Das Prinzip gibt es aber schon. Es gibt schon Sensoren in Autos, die sozusagen Wärme erkennen können. Ja, ist richtig. Es gibt schon Infrarotrezeptoren in Kameras, in Thermografie-Systemen. Diese Systeme sind aber zum einen sehr teuer. Wir wollen hier eine sehr günstige Messmethode entwickeln. Außerdem versuchen wir, den möglichst klein zu bauen. Und das ist bei diesem Messprinzip, so glauben wir, sehr gut möglich. Wir sind auf einem sehr guten Wege, was man auch hier an den Wafern schon erkennt. Und weiterhin liegt das Patent für ungekühlte Rezeptoren, so wie wir ihn hier bauen, bisher in den USA. Und wir hoffen eben in Deutschland in Zukunft, dieses Messprinzip oder das Patent für dieses Messprinzip zu haben und somit diese Infrarotrezeptoren besonders gut auf den Markt bringen zu können. Herr Betty, Sie sind vom Institut für Zoologie an der Universität Bonn und Sie sind jetzt hier auf der Hannover Messe zunächst einmal mit einem Aquarium. Was ist in diesem Aquarium drin? Ja, in diesem Aquarium befinden sich Schützenfische und diese Schützenfische haben die Besonderheit, dass sie einen Jagdmechanismus haben, indem sie einen Wasserstrahl erzeugen und mit diesem Wasserstrahl Beutetiere, kleinere Insekten oder ähnliches, von Blättern, Ästen und anderes abschießen, dass sie in Wasser fallen und dann von dem Fisch gefressen werden können. Und im Rahmen unseres Projektes untersuchen wir verschiedene Tierarten, die alle einen impulsartigen Wasserstrahl erzeugen. Und da wollen wir halt einfach herausfinden, wie machen die Tiere das genau, was ist das Besondere an den jeweiligen Mechanismen dieser Tiere. Welche Tiere sind das genau? Das wären unter anderem halt der Schützenfisch, dann hätten wir noch einen Pistolenkrebs und die Speikobra. Haben Sie schon eine Idee, wo diese Funktionen eventuell verwendet werden könnten? So genau wissen wir es noch nicht, weil wir müssen erst mal verstehen, was genau die einzelnen Besonderheiten sind. Eine Möglichkeit wären beispielsweise Schneidprozesse durch Wasser. Es gibt halt Wasserstrahlschneiden und dass man das vielleicht effizienter und energiegünstiger machen könnte. Ich bin hier mit Herrn Mull. Sie koordinieren die verschiedenen Projekte, die wir hier auf der Messe Hannover sehen können. Haben Sie schon eine erste Resonanz für den Auftritt der verschiedenen Projekte? Ja, bis jetzt haben die verschiedenen Bionik-Projekte, die wir hier ausstellen, als Beispiele der Bionik der Universität Bonn gute Resonanz bei den Zuschauern und den Besuchern der Messe erfahren, weil es ein sehr lebendiger Bereich ist. Es verknüpft sehr schön die
Lebenswissenschaften, mit den Ingenieurswissenschaften. Und gerade das Lebendige spricht den Menschen doch mehr an als das rein Technische. Und diese Verknüpfung macht es sehr attraktiv. Waren Sie erfolgreich? Haben Sie hier Kontakte knüpfen können? Wir haben erste Kontakte knüpfen können und werden bis zum Ende der Messe das sicher noch ausbauen können. Und das nicht nur mit Besuchern der Messe, sondern in der Erfahrung der letzten Jahre auch untereinander mit den Ausstellern, mit den Mitausstellern der verschiedenen Hochschulen. Wo kann man mehr über die Projekte der Bionik erfahren? Im Internet unter www.bionik.uni-bonn.de. Vielen Dank. Das war die Uni Bonn auf der Messe Hannover.